Hi meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Oh ja, wir haben weitere coole Informationen. Das Hey Stan Spinnpaket ist nun da, Leute. Und wir haben richtig schöne Zeit heute, die wir miteinander verbringen können. Denn ich habe wunderbare Nachrichten für euch. Natürlich geht es wieder um die Zukunft von Fortnite. Wer kennt es auch nicht bei mir, ist es üblich. Checkt unbedingt das gestrige Story-Video. Part 4 war das mittlerweile. Jede Woche kommen da noch welche. Ich habe richtig Bock da drauf. Und ohne viel zu quatschen, würde es mich freuen, würdet ihr meinen Kanal abonnieren, liken. Und wenn ihr abonniert, ganz, ganz wichtig, aktiviert die Glocke, um mich kostenfrei zu supporten. Vielen, vielen lieben Dank an jeden, der mich auf diese Art und Weise unterstützt. Und jetzt geht's direkt los. In der Lobby angekommen, Freunde, seht ihr einmal hier schon den Tomatenkopf. Den habe ich schon die ganze Zeit, ne? Und wenn wir in den Shop gehen, sehen wir hier das Spinnpaket von Hey Stan, ja? Und da hat er sich echt schöne Sachen ausgesucht. Ja, einmal natürlich den Tomatenkopf als Skin. Ganz üblich, ist ja auch eine ganz klare Sache, ne? Das habe ich mir auch schon gedacht. Unendlicher Depp, ne? Wegen 10 Stunden Deppen in seinem Stream. Oh ja, da hat das natürlich eine Bedeutung. Kennen ja viele gar nicht, hat aber die Bedeutung. Und viele sagen sich, hä, warum ist es jetzt nicht hochlebe die Tomate oder wie diese Emojis? Stand nicht zur Auswahl. Wieso? Keine Ahnung, müsste Epic anrufen und fragen. Ne, deswegen ist es das geworden. Ne, Aero-Axt war eine seltene Item-Shop-Spitzhacke. Sollte eigentlich auch selten sein, wo er das ausgewählt hat. War das auch noch eine seltene Spitzhacke. Die ist tatsächlich aber eine Woche später reingekommen oder zwei Wochen, ne. Das heißt, das wusste er nicht. Aber ist auch meiner Meinung nach eine coole Spitzhacke. Kann man sagen, was man möchte. Ein Gleiter, Rotzsegler, sehr, sehr selten. 1500 Tage war der nicht mehr im Shop. Und das muss ich sagen, ist schon krass. Ne, jetzt haben natürlich die OG-Leute, wieder in Prügel in der Hose, wenn sie das sehen. Und natürlich dann einmal Quadrate, eine coole Lackierung. Und die sieht wirklich cool aus. Also die ist sehr, sehr schön animiert. Ihr seht, wie von vorne bis hinten die Quadrate, ne, dieser Effekt da durchläuft. Und das finde ich sehr, sehr schön. Um all over finde ich das ein schönes Package. Für mich tatsächlich 800 V-Bucks. Eigentlich steht hier 2000, ne. Für mich tatsächlich aber nur 800, weil ich, wie gesagt, den Skin schon habe. Und natürlich, Freunde, für diesen wunderbaren Einkauf, ne, seht ihr hier einmal, mache ich hier auch natürlich Stan sein Creator-Code rein, damit er natürlich zweimal unterstützt wird. Einmal sieht Epic, wir kaufen das Ding zweimal. Natürlich auch hier, ihr seht es mit Hey Stanny oder Hey Stanny mit seinem Creator-Code. Schallen wir uns das Ding rein, rüsten wir hier alles einmal aus. Und so haben wir die ganze Geschichte mit seinem Creator-Code gekauft. Ne? Und ihr kriegt ja natürlich auch vom Tomatenkopf den zweiten Stil. Ne? Also, wenn ihr euch das kauft, um ihn doppelt zu supporten. Ich gönn's, denn nach 7 Jahren hat das endlich in den Itemshop mit so einem Package gebracht. Finde ich sehr, sehr nice. Dickes GG geht raus. Vielleicht hat die Schmähle irgendwann den Skin-Bundle. Werden wir mal schauen. Auf jeden Fall, schönes Teil. Ne, Leute, so sieht das einmal in-game aus, der Gleiter hier. Ne? Sehr, sehr cooles Teil. Also, ist halt so ein standardmäßiger Gleiter. Ist der Default-Gleiter halt noch ein bisschen anders. Aber kann man auf jeden Fall machen. Auch Pickaxe-Skin allgemein. Wie gesagt, finde ich, das war eine schöne, schöne Auswahl. Wir landen in dieser Runde. Reckless, Freunde, hier einmal. Einer der wenigen Orte, die sich nicht geändert haben. Reckless hier hat sich nicht geändert in 4 Seasons. Grand Glacier Hotel hat sich nicht geändert, bis auf hier dieser Gletscher. So hat ein paar Mini-Updates bekommen. Und hier oben, Rebel Roost, hat sich an sich auch nicht geändert. Nur war da früher in Season 1 halt Schnee. Ne? Dieser Schnee ist dann aber geschmolzen. Mehr hat sich da aber auch nicht geändert. Und sonst ist alle Orte, sind alle Orte auf der Karte geändert worden. Ja, also die Karte hat über diese Season riesengroßen Update bekommen. Aber bezüglich von zum Hey Stan Bundle habe ich auch noch was Schönes für euch. Denn Hey Stan hat tatsächlich auch noch geschrieben, es gibt auch noch einen Teil, der nicht zu seinem Bundle gehört, wo wir auch aufpassen sollen in der Zukunft, dass da noch irgendwas kommt, ne? Möglicherweise neue Codes, oh crap, möglicherweise neue Codes für sein wunderbares Spray, ne? Durch sein Spray kriegen wir einmal das, sein Tomatenkopf-Spray-Motiv, dann bekommen wir da einmal seinen Backbling, also das Hologramm mit seinem Tomaten-S drin und einmal natürlich das Emoticon, Freunde, ja. Und ob wir das alles bekommen durch weitere Codes, die er endlich dann hat, hat er oft gesagt, er wünscht sich mehr Codes von Epic und so weiter. Und ist es jetzt soweit bezüglich auch seinem Skin-Bundle? Jetzt ist das Skin-Bundle da. Hat er jetzt endlich die Erhöhung bekommen und kriegt weitere Codes? Bin ich mal gespannt. Könnte auf jeden Fall sehr, sehr realistisch sein.
und da sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Ich versuche mir natürlich eins abzustauben, ist ja eine ganz, ganz klare Sache. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, vor allem, weil es auch wirklich sehr exklusiv ist. Und auch fürs Lego-Update kam gestern ein weiterer Teaser, ne? Es wird wahrscheinlich die Tage auch weitere kommen oder heute, ne? Auf jeden Fall, der erste Teaser war ja, dass wir tatsächlich so neue Spezialitäten bekommen. So quasi, dass wir da natürlich mit sowas rechnen können, dass wir Bananen, also als Konservierungsgegenstände bekommen für Lego beim nächsten Update. Ja, wir wissen, wir bekommen Lego, Schlombo, wir bekommen die fliegende Inseln, die verlorenen Inseln, ein Dschungelbiom, und das habe ich euch alles schon mal gezeigt mit wunderbaren Einblicken, aber wir bekommen natürlich auch noch mehr. Unter anderem haben sie jetzt einen Teaser, ob das jetzt ein krasser Teaser ist, ist natürlich die eine Frage, aber gepostet, wo steht ein relaxtes Tor voll auf Adventures, also ein Tor, ein relaxtes Tor, ein schönes Tor, je nachdem, wie ihr das sagen wollt, auf Abenteuer, also von Abenteuern, und das ist ja ganz klar, mit dem riesen Update, mit Klombo und so, kommen natürlich auch viel, viel weitere Abenteuer, vor allem Dschungelbiom, die fliegenden Insel. Ich habe euch das ja alles schon gezeigt, freue ich mich drauf, sieht sehr, sehr schön aus und können wir auf jeden Fall am 17. September, am Dienstag, der jetzt kommt, erwarten mit dem nächsten großen Update. Auch Iron Man wieder dazukommen, ja, weil sich da ja viele wundern, Iron Man kommt in der Skin im Shop, sehr, sehr cool, oder natürlich auch die Stark Industries Waffe, Map-Änderungen, ne, eventuell, und weitere Dinge wie diese riesen Iron Man Pots, die dann auf der Insel landen und seine mythische Waffen geben. Auch der Limited Time Mode, ne, könnte tatsächlich dann da reinschallern mit den ganzen Chapter 2 mythischen Items. Ist ganz, ganz realistisch, dass er da endlich reinkommt. Freue ich mich drauf. Also ihr merkt, für den kommenden Dienstag haben wir auf jeden Fall ein großes Paket an Content. Auch der Kuschelfisch aus Fortnite Battle Royale, den man angeln konnte, kommt in wunderbar Lego jetzt rein. Nur damit ihr Bescheid wisst, ist eine kleine Änderung. Und ihr seht hier einmal eine weitere Änderung, und zwar die Shuris Krallen. Ja, jetzt denkt ihr euch, hä, was erzählt ihr? Die sind doch schon jetzt ein bisschen länger drin. Ja, stimmt. Aber die haben gestern genauso wie das Chatpack Updates bekommen. Und zwar durch ein Hotfix-Update. Ne, die Shuri-Krallen waren ein bisschen selten. Das bedeutet, es gibt ja auf der Karte, Freunde, gibt es ja hier diese Avenger-Truhen oder auch normale Truhen auf dem Boden und überall, Loot-Drop, überall hat das Chatpack jetzt eine geringere Chance zu spawnen. Also das Chatpack hat in jeder Truhe oder überall, wo es überhaupt spawnen kann, eine geringere Chance zu spawnen. Also noch weniger werdet ihr das finden. Dafür findet ihr dann logischerweise, wenn das Chatpack weniger kommt, öfter die Shuris Krallen. Das bedeutet, damit haben sie einmal Shuris Krallen die Spawnrate so ein bisschen erhöht. Zweitens mal wurde der Sprung, den man durch die Shuris Krallen hat, der ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Man sprintet damit jetzt schneller mit den Shuris Krallen. Also haben die einfach Fortnite die Shuris Krallen ja ein bisschen, ich sag mal, attraktiver gemacht, damit sie auch mehr genutzt werden, damit ihr da Bescheid wisst. Und das Chatpack wurde an sich jetzt nicht verschlechtert. Sie haben aber die Spawnrate deutlich reduziert. Dafür haben die Shuris Krallen ordentlich Buff bekommen und sind jetzt besser. Auch das Puma Bundle wurde tatsächlich entschlüsselt. Ich blende es euch mal ein gleich, ne, hier an der Seite. Und ich finde, es ist eigentlich ein cooles Bundle. Kann man sagen, was man möchte. Ist halt ein Bundle, was in der Zukunft kommen wird von Puma, ne. Kann man machen, wenn man natürlich vor allem auch Puma mag zum Beispiel. Kann man sich auf jeden Fall geben. Und für die Leute, die es kaufen wollen, so sieht das Ganze aus. Ne, Leute, und dann gibt es noch weitere, beziehungsweise erstmal eine Frage habe ich an euch. Wie findet ihr das Ende der Fortnite-Karten, so wie wir es jetzt die ganze Zeit haben, ne? Ich muss sagen, ich blende euch hier mal ein Bild ein. Das ist von China. Ey, muss ich euch sagen, jede Karte sieht am Ende, ne, richtig, richtig zerstört aus. Ja, die Chapter 1 Karte sah am Ende mit so vielen Orten und so viel Stuff ganz, ganz anders aus, als natürlich die Ursprungskarte, also mit so, so vielen Dingen. Auch die Chapter 2 Karte war ja durch die Würfelkatastrophe komplett braun. Auch Season Chapter 3 mit dem ganzen Chrom. Chapter 4 war relativ harmlos, aber sah natürlich auch extrem anders aus. Und auch Chapter 5, von der ersten bis zur jetzigen Karte, sieht man einen deutlichen Unterschied, ne? Wir haben so eine riesengroße Vielfalt an Biomen, finde ich sehr, sehr geil. Eure Meinung ist da mal gefragt. Das Black Cat Spind, die Items kommen jetzt die nächsten Tage auch jetzt in Fortnite rein. Und zwar, Leute, Samstag um 2 Uhr, ne? Das heißt, von Freitag auf Samstag in der Nacht wird Black Cat mit den eingeblendeten Mandel in den Item Shop kommen.
und ihr könnt es euch dann natürlich gönnen. Und der Skin kostet 1500 V-Bucks, die Pickaxe und die Gitarre kosten jeweils 800 V-Bucks, Lackierung kostet 500 V-Bucks und einmal das ganze Bundle 2300 V-Bucks. Also kann man meiner Meinung nach nichts verkehrt dran machen, kommt jetzt auch die Tage in den Shop. Dann haben wir natürlich wieder eine wunderbare Änderung, Freunde, und zwar Fortnite arbeitet an einer richtig krassen Sache, die natürlich niemand gedacht hätte, weil sie kurz vor der Tür steht, und zwar Fortnite OG 2 mit der Chapter 2 Map ist im Moment in der Testphase. Oh ja, Freunde, diese Info haben wir alle drauf gewartet. Wer oder was hätte da drauf denn nicht gewartet? Oder wer denkt denn nicht so weit, dass das getestet wird? Ist ja eine ganz, ganz logische Sache, Freunde, dass die ganze Geschichte getestet wird, weil natürlich das Ganze nicht mehr lange braucht. Also nicht mal mehr 2 Monate, dann haben wir das. Und alter Falter, ich muss sagen, die Schuri krallen, ihr seht, die knallen schon ganz schön rein. Vor allem mit diesem Jump hier finde ich das sehr, sehr cool. So, dann werde er jetzt hier mal meine wunderbare Doppel-Uzi spüren, Alter. Die muss ich sagen, die liebe ich so sehr, vor allem in Mythisch. Ne? Ich sag's immer wieder, aber ich finde die so geil. Ich finde das Gefühl einfach geil, wenn die Gegner innerhalb von wenigen Sekunden alle Leben verlieren. Und auch die grauen Klauen, ihr seht, wie schnell man hier in die Gegner reinjumpt. Und ich finde diesen Dash, ihr seht's, ich finde den echt krass, ne? Also, vor allem wenn man das überlebt, kommt man damit sehr, sehr weit. Es geht extremst gut rein. Vor allem in die Gegner macht das Ganze ja auch noch Damage, ne? Und ja, finde ich sehr, sehr geil. So, Leute, eure Meinung ist gefragt. Was ist Mini-Battle Pass? Wird es vielleicht Iron Man sein, ne? Wäre ja auch was Cooles. Oder sind es die Fantastischen Vier, die hier noch ein Comeback feiern, ne? Ich freue mich drauf auf den Mini-Battle Pass, ne? Deswegen, Leute, gerne Creator-Code Schmerle im Item-Shop eintragen. Denn das supportet mich vor allem bei solchen Events mit Mini-Battle Pässen oder natürlich Season-Stats immer enorm. Also vielen, vielen lieben Dank an jeden, der mich so, wie gesagt, unterstützt. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. So, ich wurde gerufen, ne? Mit Haystands Spinnpaket. Und wir werden den Leuten mal zeigen, was für eine Kraft in uns steckt. Also dashen wir rein, nehmen wir sie auseinander. Alter, ich liebe dieses Reindashen, ne? Muss ich euch gestehen, dass ich das echt sehr, sehr schön finde. A few moments later. Dann könnten wir, wie gesagt, direkt mal den wunderbaren Abstecher hinmachen. Ich persönlich fand, Leute, es waren wieder richtig schöne Informationen, die wir uns hier heute angeschaut haben. Ich freue mich echt auf die Zukunft mit euch zusammen, das Ganze zu erleben. Eure Meinung ist gefragt. Ab in die Kommentare damit. Und natürlich, Freunde, das war's gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.